Heavy Heavy No Deutschland Sound. Hab keine Rechte, arme kleine Deutsche. Werden überall verfolgt, arme kleine Deutsche. Zusammengetreten und verprügelt, arme kleine Deutsche. Arme kleine Deutsche, arme kleine Deutsche. Arme kleine Deutsche. Werden angezündet, arme kleine Deutsche. Ermordet, arme kleine Deutsche. Sind bald keine mehr da, arme kleine Deutsche. Man muss sich doch wehren, arme kleine Deutsche. Man muss sich doch wehren, arme kleine Deutsche. Es ist doch Notwehr. Wir haben doch nicht angefangen! Arme kleine Deutsche! Die haben doch angefangen! Arme kleine Deutsche! 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 Was ich sage, wisst ihr, was ich sage? Ich würde alles das lieben. Schaffen wir so draußen. Ein menschliches Gefühl, mein Gott. Ja, Was wir wollen, Frau Kellner. Was sind Sie denn vom Beruf? Zeigen Sie mir Ihre Zeugnisse. Ich bin Maurer. Sie können ja meine Zeugnisse sehen. Fahren Sie mit bitte, mir hin. Bitte, zeigen Sie Ihre Zensur. Was Sie getan haben bis jetzt. Ich habe auch drei Kinder geboren. Die haben gute Zensur. Die sind 36, 33 und 22. Und zwei Enkel großgezogen. Und die alten Leute habe ich auch großgezogen. Wisst ihr, ich habe Kohlen geschleppt. Und jetzt hören Sie auf. Hören Sie auf. Nehmen Sie das weg. Sie können Ihre Fahne nehmen. Die Fahne bitte bleibt hier hängen. Die kann bleiben. Aber Ihren Blumenschmuck, den schaffen Sie zur Dresdner Frauenkirche. Was geht mich die Frauenkirche an? Sie haben einen Kamerad von mir abscheißen, das war fast hier. Reiner, es ist ein Reiner nach 35.000. Sie wissen gar nicht, was das war. Nein, Sie gehen mit diesen Blumen, gehen Sie zur Frauenkirche. Gehen zu dieser Frauenkirche. Sie können überhaupt nicht sagen. Ich und wenn die Blumen hier liegen bleiben, dann ist es ein Ehren für einen Kameraden. Da gefallen hätten mir Sachen, die wir alle wollten. Und Sie es mir nicht fest, lassen Sie mir die ausreden. Das Thema ist für mich tabu jetzt. Ach, wissen Sie was? Zeigen Sie erst mal Ihre Zeugnisse, wer Sie sind. Und wenn ich diese Schmiererei überall sehe, ich würde sagen, Ordnung, wenn sie sauber gehen würden und sauber das Niki anhätten, das war schmutzig. Und bei Hitler, komischerweise, da waren sie alle geschnickelt und gebügelt. Ich sehe ihre Kollegin. Ich bin Hitler? Genau, sie sind sowas. Ich bin hier in Dresden. Ja, du, das was ist wollen das, sie was denn? Was jedes Mal die Zeit uns was berührt. Wollen wir sie wollen denn? Einen Hitler. Und das hängt mit dem Hals und drauf. Wissen Sie, das hängt in. Sie haben ja keinen Bombenangriff mitgemacht. Sie haben ich habe es aber gesehen, was der Faulknerstraße nicht erschossen haben. Sie haben alles gesehen. Sehen Sie das doch überhaupt nicht. Zeigen Sie mir Ihre Zensuren, Ihren Abgang, wie Sie in der Schule waren. Das möchte ich sehen, wenn ich sowas schon sehe. Und ich sage, ich hatte meine Hand gebracht vor 2 Jahren. Da war auch einer. An diesen Menschen, den habe ich bekehrt. Verstehen Sie das? Jetzt der hat mir zugehört. Aber Sie, Sie beschmieren Ihre Wände und Sie glauben, Sie müssen doch demonstrieren. Es ist schlimm, dass ein Mensch erschaffen wird. Wissen Sie, wie schlimm das ist? Aber dass 35.000 Menschen in einer Nacht... Jetzt eine Frage an Sie. Wer hat die 35.000 Menschen gebracht? Waren das die Deutschen oder waren das die Amis, waren das die Russen, waren das die Briten? Wer hat die Leute umgebracht? Wissen Sie, das es war kein Krieg. Deutscher. Das waren es amerikanische. War Krieg. Das waren amerikanische. Es war Krieg. Das ist mir scheißegal, ob es Krieg war. Es waren amerikanische Flieger, die ihre Bomben auf Dresden abgeworfen haben. Mein das waren Gott. Amis, die Atombombe. Wenn Hitler gesagt hätte, er hört auf, dann wäre Dresden stehen geblieben. Warum gibt man immer den Deutschen die Schuld? Die Amis wieso und die Engländer, die haben so viele Scheiße gemacht. Die Amis haben die Atombombe geworfen. Was haben die Japaner gemacht? Hören Sie auf.
Sie wissen keinen Bombenangriff. Sie sind in der Beziehung natürlich auch nicht ausreden. Zum lieben Gott habe ich gebeten, bis sie da gebracht ist, dass es Jesus Christus ist. Aber dieser Jesus Christus, der angenagelt worden ist und der glaubt, es gibt ein Gebot an die Bibel. Und alle los. 10 haben wir. 10 Gebote haben wir, sind sie dafür. Es reicht mir. Fangen Sie gar nicht an und machen Sie um die alten Blumen. Schaffen Sie zur Frauenkirche. Ich denke nicht dran. Ich denke nicht dran. 35.000. Und dann sagt die Amerikaner, die Engländer, es war Krieg. Mensch, wenn Hitler kapituliert hätte, dann hätte es diesen Bombenangriff gegeben.